Und damit willkommen zurück zu Might and Magic Clash of Heroes. Im letzten Part haben wir unseren ersten Bossgegner besiegt. Zumindest unseren ersten richtigen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Druidenbaum, denn sie haben das Kriegshorn geblasen. Irgendwas passiert. Willst du ein Kopfgeld kassieren? Ausgezeichnete Arbeit. Yeah. Und hier ist ja, wie im letzten Part herausgefunden, so ein Laden, wo man sich diese Hirsche kaufen kann. Ja. Hirsche. Das sind übrigens Einheiten, die auch sterben können, wenn sie vernichtet oder ausgetauscht werden. Das ist dementsprechend sehr tragisch, weil da muss man sich sie neu kaufen. Und hier ist so eine Höhle. Da steht zwar irgendwie, es ist für eine Sidequest, aber keine Ahnung. Es gibt keine Quest, die dahin führt. Und ein Level 4 Dämon mit drei Level 4 Dämonen. Ich weiß gerade nicht die Namen davon auswendig. Irgendwie Goblins sind das oder keine Ahnung. Ist aber auch egal. Hauptsache, wir haben ihn schnell besiegt. Das könnten wir hier erreichen. Und wenn ich da jetzt einen hin tue. Ach nee, ich habe noch einen. Der Plan geht nicht auf. Dann brauche ich die auch dahin. Ich habe sogar eine Kette gebildet dadurch. Das heißt, dass meine Bären, wenn sie dann nachher angreifen, stärker sind. So, ich habe drei Züge. Was mache ich mit diesen drei Zügen? Das, das und das. Haha. Okay, das war nicht geplant, aber es war gut. Das war gut nicht geplant. Oder so ähnlich. Und dann mache ich einfach nochmal Verstärkung. Und der will irgendwie, dass ich die Nymphen da in der Mitte stapel. Vielleicht kann ich euch in diesem Part ja auch endlich mal den Pfeilangriff zeigen. Ich meine, der ist ja schon fast aufgeladen, ne? So. Der Bär kommt dahin, das kommt dahin. Und das war es auch schon mit meinen Zügen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich nehme den da weg, dann packe ich den da hin. Und wenn ich dann hiervon eine rauskriege, kann ich ihn da reinwerfen. Das klingt doch ganz okay. Wenn diese nicht gerade gestorben wären. Und da sieht man, mein Wall ist nicht gestorben und jetzt regeneriert er sich wieder. Jo. Dein Zauberanzeiger ist jetzt voll. Ja, hab ich gemerkt. Ja, ja. Hatte ich vor. Danke. Das Ding ist stark genug, um alle Einheiten in der Reihe kaputt zu machen. Ich könnte jetzt auch hier in diese drei reinhauen und dem den vollen Damage reinpumpen. Aber ich will natürlich auch noch welche mit Leidenschaft ziehen. Mist! Ach stimmt! Na, ah, der freie Spiel ist ja schon... Ah,
Im freien Spielmodus ist man ja schon voll aufgelevelt. Hab ich vergessen. Also jetzt kommt auf jeden Fall der Bär aus dem Weg und da packe ich den da rein und habe dann eine Mauer und einen Angriff. Dann kann ich... Spieleranzug. Ich nehme diesen Wall weg. Dann nehme ich den Bären und packe ihn dahin. Nimm diesen Bären und packe ihn dahin. Dann kann ich mir eine Nymphe nehmen und die dahin tun. Bis jetzt sieht der Kampf ja noch ganz gut aus. Ich glaube sogar, wir gewinnen das. Ja, schaffen wir schon. Das klappt schon. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mal was machen. Aber ich block den da nochmal ab. Das ist jetzt echt... Na? In der nächsten Runde, wenn der losstürmt. Ja. Ja, komm, der ist weg. Der ist weg. Der pumpt mir zwar jetzt noch einen Angriff rein, aber der ist weg. Der ist weg. Ich frage mich aber, ob ich gewonnen hätte, hätte ich die Pfeilattacke auf den drei leeren Lanes da reingepumpt. So, und tschüss. Sieg. Man kann auch random angegriffen werden von Viechern, aber keine Ahnung. Man muss dann auf ein Schild klicken, was dann beim Char aufkommt, damit man dem Kampf entgeht. Aber erstens würde ich das nie machen und zweitens passiert das mehr als selten. Ach, stimmt. Ach, der Hirsch ist gestorben. Ach. Ein Hirsch ist gestorben, Leute. Hirschgeweih. Hirschformation überwinden feindliche Welle. War das nicht allgemeine Fähigkeit von denen? Und hier haben wir noch so einen Geldsack. Schädelbraue. Hallo Kleine, bist du gekommen, um Schädelbraue beim Graben nach frischen Elfenknochen zu helfen? Weg mit der Schaufel, Schädelbraue. Wir beenden deine Grabräuberei. Kampf beginnen. Klar. Auch wenn Nekromanten miese kleine Gegner sind. Na und die erinnern mich irgendwie an diesen... Wie heißt er... Ich weiß halt nicht, wie er heißt, aber dieser Fiesling aus Skyward Sword. An den erinnert mich der irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. So. So. Und den haben wir auch noch bereit. Das heißt, einen von den Großen haben wir schon mal ausgeschaltet. Hoffentlich. Wenn der jetzt keine Dummheit macht. Ah, und den anderen, den kriege ich leider ab. So. So, so.
Dann so. Und dann so. Zwei Angriffe sind durchgekommen. Okay. Verstärkung. Sind das Fliegen, die um ihn rumfliegen? Egal. Auf jeden Fall werde ich versuchen, hier den Hirsch angreifen zu lassen. Weil es ist dann ein starker Angriff, der keine Gegenwehr hat. Aber der braucht halt auch eine Weile, um angriffsbereit zu werden. Und gut. Und diesmal, falls wir den Angriff frei bekommen, albere ich nicht damit rum, sondern benutze ihn richtig. Das eben hat mich eines Besseren belehrt. Bewegst dich bitte mal einen nach links. Ach ja, manche von den Nekromanten, die lassen Knochen liegen und die stauen sich dann zu solchen Wellen zusammen. Und da kam nochmal schön Schaden durch. So, und jetzt könnte ich meinen Pfeil benutzen. Was ich jetzt gerade getan habe. Ups. Ich dachte, ich könnte jetzt so gucken. Also ich könnte etwa hier nur zwei Gegner. Oder hier gar keinen Gegner. Aber dafür eine... Obwohl... Ich glaube, das hier wäre das Schlauste, oder? Ich sehe auch gerade, dass man einen hat, der weiter vorne ist. Ich dachte, das sieht einfach nur so von der Animation so aus, aber ich glaube, das ist die, die am meisten Schaden verursacht. Ich hau den einfach hier durch. Ja, sieht doch ganz gut aus. Dann mache ich den weg. Dann packe ich den dahin und nehme den weg. Dann packe ich den dahin und dann hole ich Verstärkung. Verstärkung, die mir vielleicht sogar tatsächlich einen richtig coolen Bonus bringen könnte. Sofern ich das jetzt nicht verhaue. Obwohl, ah, das passt sogar von den Zügen. So und dann so. Dann packst du jetzt... Yeah! Das sieht doch mal ansprechend aus. Leute, wir haben gewonnen. Leute, wir haben gewonnen. Reckt. 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 So. Ich sollte auch gleich mal den zweiten Part vom Magic hochladen. Denn es ist schon 12:30. Steckbrief erledigt. Kehren wir zum Vermittler zurück und holen uns die Belohnung. Ja. Belohnung, 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 Belohnung. Super duper Belohnung. Komm mit Findean. Willst du ein Kopfgeld kassieren? Ausgezeichnete Arbeit. Hier ist deine Belohnung.
Danke für die Belohnung. Und dann schauen wir noch einmal zum Baum und dann ist der Part auch schon vorbei, denke ich mal. Gold. Oh. Da muss man erst rüber. Sie sind hier. Wer denn? Helft uns bitte, junge Freunde. Eil zum Druidenbaum. Ja, wer ist denn hier? Mann, ey. Gold. Wir sind gekommen, um zu helfen. Was ist los? Der Baum wurde angegriffen. Diese Druiden helfen dir bei seiner Verteidigung. Druiden erhalten. Einheit aufnehmen? Ja. Und hier kann man sich die Druiden holen. Kaufen. Ja. Druiden. Jetzt habe ich 9 von den Hirschen und 10 Druiden. Mann, bei meinem Testrun war ich aber nicht so reich. Und der hier ist übrigens auch ein heftiger Gegner. Aber der schaltet uns eine geheime Einheit frei. Die man im Mehrspielermodus übrigens nicht benutzen kann. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob man sie dadurch freischalten würde. Denn ich habe den Story Mode, wie gesagt, nicht gespeichert. Aber den mache ich erst, nachdem ich hier fertig bin. Denn der ist, wie gesagt, echt heftig. Weil er diese Karte, die man bekommt, auch einsetzt. Ey, es sind ja keine Dämonen. Ritter des Greifenimperiums greift den Baum an. Und da oben sind Kristalle. Die nehme ich mir mit. Ich habe gesagt, die nehme ich mir mit. Auf die Fresse! Als ich hier zum ersten Mal war, dachte ich halt so storymäßig, das sind so die Dämonen in der Ritterrüstung. Aber nein, das sind schon die richtigen Ritter. Und die haben 3 Lanzenkämpfer an der Stufe 3 und eine Priesterin. Ja, Priesterin Level 1. Gegner am Zug. Oh nö. Nein, bitte nicht. Nicht die Priesterin, bitte nicht. Ich verstehe zwar gar nicht, warum ich so Angst habe, aber das werdet ihr noch. Nein, ich wollte ihn dahin haben. Das ist auch so eine Sache, wenn man sich verklickt, hat man die Arschkarte. Man hat zwar noch nicht verloren, aber man könnte seine Züge besser nutzen. Sagen wir es so. Oh, shit. Ich muss jetzt irgendwas gegen die Priesterin da machen. Also ich könnte auf jeden Fall schon mal meinen Druiden angreifen lassen. Denn Druiden verlieren ist, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, auch scheiße, weil die muss man sich kaufen. Es gibt auch Einheiten, die nehmen 4 Plätze in der, auf dem Kampffeld ein. Ne, die blockieren also richtig. Aber wenn man es schafft, sie einzusetzen, dann sind sie auch mega nützlich. Der Druide obwohl, wartet mal, ich mach glaube ich so, ihr werdet gleich noch sehen, warum ich das mache. Also ich weiß nur, dass da was Spezielles passiert, ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Obwohl doch, es bringt die Tatsache, dass sie noch da sind. Na, also der Wall weg, den dahin und so. Jetzt habe ich nämlich den Druiden mit den beiden, die sonst verschwinden würden, damit der Druide angreifen kann. Den Druiden halt angriffsbereit gemacht. Und die hier auch. Und ich sehe auch gerade, sein Cooldown hat sich verringert und sich an die Bären angepasst. Das ist ja mal...
Das ist... Also... Ich beschwere mich nicht. Jetzt bekomme ich leider nur was von der Priesterin ab. Oh. Habe ich mir heftiger vorgestellt. Ich muss auch sagen, hier im Story Mode ist das auch alles auf Level 1 und allem. Und da, wo ich großartig auf die Priesterin geachtet habe, das war in einem anderen Kapitel oder halt im Mehrspieler-Modus. Oder was heißt Mehrspieler? Im Einzelspieler-Freispiel-Modus und so. Und ich habe eigentlich gesagt, wir gucken nur zum Baum und dann hören wir auf. Jetzt sind wir schon über 20 Minuten. Bei 21 Minuten sogar schon. Ne, den nicht. Der kommt dahin und der kommt dahin. Und ich hoffe, die können dann in der nächsten Runde die Priesterin niederstrecken. Und natürlich können sie es nicht. Weil sich die Priesterin ja immer aufladen muss. Oh, gute Bären. Oh, guter Druide. Okay, das sieht gut aus. Mal schauen, ob die drei Runden noch... Mal schauen, ob er die drei Runden noch überlebt. Autsch. So, den machen ich. Dann mache ich da. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich mache jetzt einfach den dahin. Der mir jetzt vollen Damage mit seinen Kriegern rein. Okay. Da soll mal einer sagen, Verteidigung ist unwichtig. Du hast da ein bisschen zu viele Einheiten auf der rechten Seite. Könntest du bitte was dagegen unternehmen? Also könntest du die bitte irgendwie vom Feld nehmen? Ah, danke. Du kannst jetzt übrigens deine letzte Runde genießen. Denn viel weiter als jetzt wirst du nicht kommen. Weil dich alleine meine Bären schon töten würden. Und tschüss. Und mit diesem Levelaufstieg verabschiede ich mich für diese etwas längere Folge, aber so lange ist ihn auch wieder nicht, von Might and Magic Clash of Heroes. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.